Ich freue mich heute, Ihnen unser Projekt SudoQ vorstellen zu können. Das hier, denke ich, haben Sie alle schon mal gesehen, in Sudoku, und sicherlich vielleicht der ein oder andere schon mal eins davon zum Zeitvertreib gelöst. Aber ich denke, Sie kennen das Problem. Immer dann, wenn Sie jetzt mal gerade Zeit haben, sagen wir im Wartebereich, in der Bahn oder gerade wenn man technische Probleme vor einer wichtigen Veranstaltung hat, immer dann haben Sie gerade kein Sudoku dabei, aber eben Zeit dafür. Was Sie aber dabei haben, das ist Ihr Smartphone. Grund genug also für uns, Sudoku auf das Smartphone zu bringen. Was macht jetzt eine Sudoku-Applikation aus? Besonders an unserer Applikation ist gerade, dass wir unglaublich viele verschiedene Typen von Sudokus unterscheiden. Das hier, denke ich, haben Sie alle schon mal gesehen. Ein Standard-Sudoku 9x9. Es gibt aber auch größere Sudokus. Es gibt auch Sudokus mit unförmigen Blöcken. Es gibt auch Sudokus, auf denen wir bei der Diagonale noch irgendwie was zu beachten haben. Es gibt Samurai-Sudokus und es gibt übertriebene Samurai-Sudokus. Und es gibt auch übertrieben kleine Sudokus. Aber bis auf die letzten zwei unterstützt unsere Applikation all diese und noch einige mehr sogar. Es gibt also immer etwas Neues zu entdecken. Ja, nach diesen einführenden Worten wollen wir uns jetzt SudoQ mal anhand eines Videos tatsächlich in Aktion anschauen. Dazu fangen wir an mit der allgemeinen Bedienung der App. Das einfachste mal zuerst, wenn wir eine Zahl in ein Feld eingeben möchten, dann tippen wir einfach das Feld an und wählen die Zahl auf der Tastatur aus. Das ist ganz klar. Auf dem Papier tragen wir uns auch gerne Notizen ein in die Felder, um sich etwas zu notieren. Das geht hier natürlich auch, indem wir ein Feld doppelt anklicken und die Notizen auswählen. Diese Notizen werden dann so lange in den Feldern angezeigt, wie wir keine Zahl tatsächlich in dieses Feld eingeben. Ja, da die Handy-Displays auch relativ klein sind und man sich schnell vertippt, gibt es auch die Möglichkeit, Aktionen rückgängig zu machen und wiederherzustellen. Selbstverständlich bieten wir auch verschiedene Schwierigkeitsgrade an. Wir sehen jetzt hier mal ein einfaches Sudoku, gleich noch ein schweres. Wir bieten zusätzlich noch mittlere und infernale Sudokus an, sodass für jeden etwas dabei ist. Kommen wir jetzt zu einem Kernfeature von SudoQ. Wenn man ein Sudoku löst, kommt man immer mal wieder an einen Punkt, an dem man nicht weiterkommt, an dem man ausprobieren möchte oder muss, was aber auf dem Papier relativ schwierig ist, weil man da schnell den Überblick verliert. Hilfe bekommt man durch den Aktionsverlauf. Dort kann man zu einem beliebigen vorigen Spielstand zurückgehen und natürlich auch wieder vorgehen. Insbesondere kann man sich aber Lesezeichen setzen, zum Beispiel wenn man weiß, dass ein Spielstand korrekt ist. Das wird dann, wie man hier sieht, durch einen Kreis um den Spielstand gekennzeichnet, sodass man diesen leicht wiederfinden kann. Ja, und wenn man einmal gar nicht mehr weiter weiß, dann bieten wir noch eine Reihe von Hilfestellungen an. Wir nennen an dieser Stelle nur ein paar. Zum Beispiel kann man ein ausgewähltes oder ein zufälliges Feld automatisch lösen lassen. Oder man kann automatisch zum letzten korrekten Stand zurückkehren, wenn man einen Fehler gemacht hat. Wobei dabei, wie wir gleich im Aktionsverlauf sehen werden, alle falschen Symbole rot markiert werden. Das sehen wir jetzt hier. Und der korrekte Stand grün. Einige Hilfestellungen kann man aber auch vorab anstellen, zum Beispiel eine Eingabehilfe. Das sieht man hier an den ausgegrauten Tasten. Diese ermöglicht nur noch theoretisch mögliche Eingaben. Jede Hilfestellung wirkt sich allerdings negativ auf den Highscore aus. Das sieht man oben rechts neben der abgelaufenen Zeit. Da wird der Zeitmalus angezeigt. Und für alle, die lieber zeichnen, statt die Zahlen einzutippen, bieten wir auch noch eine Gesteneingabe an. So, nun lassen Sie uns einen kleinen Schlussstrich unter die Applikation selbst ziehen und nochmal einen Blick auf das Projekt werfen. Das Projekt ist ein softwaretechnisches Projekt, also ist es, denke ich, für viele von Ihnen schwer einzuschätzen, wie viel Zeit und wie viel Arbeit das jetzt eigentlich in Anspruch nimmt. Insofern wollen wir das Ganze jetzt nochmal mit ein paar Zahlen untermauern. Wir haben das Projekt im Rahmen des PSE-Softwarepraktikums erarbeitet und innerhalb eines halben Jahres haben 6 Bachelorstudenten etwa 16.000 Zeilen Code geschrieben, von denen etwa jetzt die Hälfte Tests sind und 250 Seiten Dokumentation geschrieben. Wenn Sie dazu noch genaueres wissen wollen, können Sie uns doch einfach nach der Präsentation, können Sie uns ansprechen, genau. Richtig. Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich unsere Applikation durch 3 Kerneigenschaften auszeichnet. Sie ist mobil und komfortabel zu bedienen. Sie bietet durch verschiedene Sudoku-Typen eine ganze Menge Langzeitspaß. Und der Aktionsverlauf ermöglicht es Ihnen, nach Herzenslust auszuprobieren.
Wir hoffen, wir konnten Sie für unsere Applikation begeistern. Und für alle Besitzer eines Android-Smartphones steht die Applikation im Google Play Store bereit. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Das funktioniert auch so. Vielen Dank.